Hallo, mein Name ist Roman Karlczyk, ich bin Fotograf und lebe in Niederösterreich. Heute möchte ich mich mit dem Programm Iridient X-Transformer beschäftigen. Das Programm Iridient X-Transformer ist dafür gedacht, Fuji RAW-Files der X-Serie in DNG-Files umzuwandeln. Und das Besondere ist, es kann es sehr gut. Wenn dich das Thema interessiert, wie du zu besseren DNG-Files kommst und zu besserer Bildqualität und in Lightroom weiterarbeiten kannst, dann sieh dir dieses Video an. Wenn ihr meine Videos kennt, werdet ihr auch bemerkt haben, dass ich mich schon einige Folgen damit beschäftige, wie ich aus den X-RAW-Files der Fuji-Kameras, nämlich der RF-Files, die beste Qualität herausbekomme. Und da habe ich ein Programm gefunden, Gott sei Dank, das heißt Iridient X-Transformer. Der Iridient X-Transformer ist eine Vorstufe zum Weiterbearbeiten in Lightroom. Er wandelt RAW-Files, also die RAF-Files einer X-Kamera, einer Fuji X-Serienkamera, in ein DNG um. In bester Qualität, kann ich nur mehr sagen. Der Iridient X-Transformer ist ein Werkzeug, mit dem kann man wirklich in der Basis schon beginnen, gute Erfolge zu erzielen. Und ich möchte heute die Basis noch einmal erklären oder beziehungsweise erklären. Das ist der erste Teil. Ich werde ein weiteres Video produzieren, den zweiten Teil, da werde ich mich dann in die Internals hineinbewegen, also die verschiedenen Kombinationen der Optionen, die es gibt. Und ich werde für mich versuchen, die beste Bildqualität durch diese verschiedenen Verstellungen der Optionen hervorzubringen. Ich möchte euch einladen, bei diesem Versuch teilzunehmen, aber heute gibt es einmal die Basis, heute gibt es die Erklärung der Oberflächen, die Erklärung der Optionen, die es da drinnen gibt, und wir beginnen einmal damit. Viel Spaß! So, dann steigen wir mal in das Produkt ein. Wir haben hier die Oberfläche vom Iridient X-Transformer. Wir haben am oberen Ende des Fensters hier die Menüs, so wie ihr es heute im Windows und in anderen Programmen gewohnt seid. Beginnen wir mit den Menüs zum Durchschauen. Wir schauen uns einmal, was ist Select Image to Convert. Das heißt, ich kann hier einzelne Bilder mir aussuchen und die konvertieren lassen ins DNG-Format. Ich kann mir auch aber einen ganzen Unterordner aussuchen. Dann wird faktisch jedes Bild aus dem Unterordner konvertiert. Exit bedeutet Ausstieg, also das heißt das Beenden des Programmes. Wir haben hier ein Menü, das heißt Log. Das sind Log-Files, das heißt, hier wird weggeschrieben, was passiert ist beim Konvertieren der X-Files, also der RAW-Files ins DNG. Schauen wir uns einmal sowas an. Ja, hier seht ihr die letzten Umwandlungsprozesse, die ich gemacht habe, und hier mit dem Success heißt es, dass es geklappt hat. Ich kann mir aber in diesem Fenster aber auch nur die Log-Errors anzeigen lassen, das heißt, hier wird ein Häkchen gemacht und zeigt aber nur die Probleme an, die er gehabt hat. Und ich kann dieses Fenster, also diese Information, auch löschen. Ich habe hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das sind Einstellungsmöglichkeiten für diese Reiter hier, für diese einzelnen Parameterfenster. Ich kann hier einzelne Parameter zurückstellen, wieder auf den Default, mit dem Iridient X-Transformer das ausgeliefert hat. Zum Beispiel das RAW, das DNG, das File Naming und das Save to Fold. Ich kann aber alles gemeinsam auch zurückstellen lassen. Ja. Reduce Processor Utilization meint, dass ich den Aufwand, den der Prozessor durchmachen muss, um die Bilder faktisch vom RAW-File, also vom RAF, zum DNG durchziehen muss. Das heißt, ich bremse hier etwas am Prozessor. Natürlich dauert dann die Entwicklung länger.
Hier kann man einstellen, dass das Prozess, also man muss sich vorstellen, wenn ich dann eine Unzahl von Bildern habe, ja, der versucht natürlich so gut wie möglich alles umzusetzen. Hier geht er den Weg, dass er sagt, ich setze ein Bild nach dem anderen um. Das heißt, ein RAW-File in ein DNG-File, dann mache ich das nächste. Wenn dieses Häkchen nicht angehakt ist, dann entscheidet sich der Transformer dafür, dass er versucht, parallel abzuarbeiten. Das heißt, es könnten mehrere Prozesse, 10 Bilder zugleich zum Beispiel, versucht werden zum Umwandeln. Bedeutet natürlich auch, dass es alles länger dauert, bis man zu einem endgültigen DNG-Feld kommt. Ja, dann haben wir das Help. Wir haben wie im Windows üblich F1 als Help. Wir können mit dem technischen Support, also mit der technischen Hotline von Iridient X-Transformer Kontakt aufnehmen. Wir können aber auch ins Lightroom ein Plugin installieren für den Iridient Transformer. Das bedeutet, dass man aus dem Lightroom bereits diese Funktionen aufrufen kann. Das möchte ich aber bitte später zeigen. Ja. Wir können das Produkt online bezahlen, wir können es registrieren, falls wir schon einen Code haben, wir können nach Updates nachschauen halten, ob es schon eine weiterentwickelte Version gibt, wir können auf die Webseite von Iridient Digital absurfen, wir können etwas über den Iridient Transformer erfahren und wir können Wissenswertes über das Produkt und rechtliche Formen, also hier, erfahren. So, gehen wir mal zu den Einstellungen, die uns die RAW-Options bieten. Wir haben hier den RAW-Prozess, das bedeutet, wie wird das Bild bearbeitet. More detailed oder smoother? More detailed heißt, dass er sozusagen ins Detail geht und es herausarbeitet. Damit hebt er sozusagen die Klarheit an, den Kontrast und alles, was notwendig ist, um mehr die Details zu betonen. Smoother heißt, in einem sozusagen natürlicheren Look die Bilder bearbeiten. Wir haben hier Sharpening, also hier wird definitiv vom Schärfen des Bildes noch einmal gesprochen und hier ist die Einstellung Default, das ist die Einstellung, die die Firma Iridient getroffen hat für diesen Transformer und es gibt hier noch die, dass man sagt, überhaupt nicht schärfen, in einem ganz geringen Maß nur schärfen, in mittlerem Maß schärfen und in hohem Maß schärfen. Da muss man aber wissen, wenn man More Detailed und hohe Schärfe nimmt, dass das Bild sehr unnatürlich schon wirkt. Ja? Aber wir werden es dann ansehen. Wir können hier auch das Schärfen in Lightroom verhindern. Das heißt, beim Reinladen dieses umgewandelten RAW-Files zum DNG und dann beim Hochladen ins Lightroom, könnte Lightroom versuchen, noch einmal das Bild zu schärfen. Und das stellen wir damit ab. Diese DNG Baseline Sharpener Tag ist eine Metadateninformation im Bild dann, ja. Die noch hier wird es nach dem Adobe Default aufbereitet. Dann kann man sagen, ganz wenige Informationen darüber, also wenig Informationen bis zu einem hohen Anteil an Informationen. Was soll das? Im Prinzip wird es sich nicht im Adobe auswirken, sondern es wird sich, also die Einstellungen, die hier getroffen werden, sondern die werden dann von Programmen manchmal ausgelesen und damit fängt das Programm dann auch etwas an. Luminance Noise Control, also Reductions, bedeutet, dass die Helligkeit, also das Rauschen dann durch die Helligkeit hier mit einem Default-Wert, soweit es geht, bearbeitet wird. Und hier kann ich auch sagen, gar nicht bearbeiten, diese Störungen, wenig bearbeiten, mittel bearbeiten oder hoch bearbeiten, diese Störungen. Das heißt, dass er das versucht, wenn sein Bild misslungen ist und man hat da diese Helligkeitsprobleme, dass er hier versucht, das so auszubessern. Hier kann man wiederum sagen, beim Reinladen des fertigen DNG-Files ins Lightroom, schalte mir bitte die im Lightroom vorhandene NR, Noise Reduction, für die Luminance aus. Ja? Doppelt ist oft nicht gut. Color Noise Reduction, dasselbe, sind die Farbprobleme, das sind Farbrauschen. Hier ist wieder Default eingeschaltet, also den Wert, den X-Transformer, die Firma Iridient festgelegt hat. Hier kann man sagen, nicht bearbeiten, wenig, mittel bearbeiten und hoch bearbeiten, wenn es Probleme mit Farbrauschen gibt.
Und hier auch hier können wir uns wieder dafür entscheiden, dass wir diesen Lightroom eigenen Noise Reduction, also Color Noise Reduction, wieder ausschalten. Wie gesagt, doppelt ist oft nicht gut. Hier wieder ein DNG Baseline Noise Tag, das heißt, wird wieder hineingeschrieben in das Meta-File, wie das funktioniert, Adobe Default und hier wieder die verschiedenen Stufen. Und hier gibt es eine Linsenkorrektur, das heißt, wenn zum Beispiel eine Linse, einzieht oder einen Polster macht, ja, kann man das hier bereits korrigieren lassen, im Programm, im eRead and Transformer korrigieren lassen. Man kann auch sagen, include die DNG-Metadata, so ist es faktisch drinnen in den Metadaten drinnen, oder ignoriere sämtliche Probleme mit den Linsenproblemen. Distortion ist sozusagen auch ein Rauschen, also etwas, was nicht hinhaut. Chromatic Aberration ist, wenn das Bild so Farbsäume bekommt, da versucht er das auch abzudrehen mit dieser Einstellung. Und Vignetting ist, glaube ich, jedem schon bekannt. Das ist, wenn der Mittelpunkt des Bildes hell ist und sich um den Rand ein schwarzer Rand bildet. Also das nennt man Vignetting. So, steigen wir mal in die DNG-Optionen ein. Wir haben hier ein Default Camera Profile, also die Kameraprofile im Lightroom dienen dazu, um sich verschiedene Kameras dort faktisch herzurichten. Beim Import von einer Fuji-Kamera soll das Bild so und so ausschauen, beim Import von einer Sony-Kamera soll das so und so ausschauen, beim Import von der X-T2 soll es so ausschauen, bei der X-Pro2 soll es so ausschauen. Also man kann verschiedene Profile generieren im Adobe, nach dem Adobe-Standard, im Adobe. Ja. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Ja. Motiviert mich zwar momentan nicht, weil, wie gesagt, die Kameraprofile für mich nicht so wichtig sind. Dann gibt es auch nach Iridian Standard, kann ich dann eine Kameraprofile erstellen. Bittiefe. Bittiefe ist ganz was Wichtiges. Bittiefe bedeutet die Qualität oder die Möglichkeiten, den Farbumfang sozusagen, den Farbumfang, bleiben wir dabei. Das Original RAW-Files nehmen, ja, oder nimmst du einen geringeren Farbumfang, zum Beispiel 8-Bit pro Kanal. Das bedeutet, dass es ungefähr auf dem Niveau eines JPEG-Files ist. Ja. Nur damit du wisst, 256 Farben pro Kanal, also ja, 16 Millionen Farben insgesamt. Also das ist einmal das Mindeste. Und dann geht es bergauf, ja, bis hin zum Semester Original RAW. Also gut, beim Speichern bitte komprimiere es ganz leicht, nämlich ich sage deswegen leicht, weil es ist eine verlustarme Komprimierung. Ja? Also das verlustlose Komprimierung soll das sein. Das heißt, dieses DNG-File wird ein bisschen komprimiert. Sag's aber gleich zu, komprimierte Files und Adobe sind so eine Geschichte. Ein Vorschaubild für dieses RAW-File, also Medium Size müsste genügen, Medium Qualität müsste genügen, aber man kann hier wieder sagen, kein Vorschaubild, volle Größe des Vorschaubildes und von Qualitätsstandard her hoch oder Maximum. Ja, also diese Einstellung wird in den meisten Fällen genügen. Hier habe ich schon einen Haken gemacht, Preserve the Original File Date, das heißt, schütze mir quasi oder behalte mir bei das originale Datum des Files, das du gemacht hast. Das ist für mich eine ganz wichtige Option, weil ich immer wieder das Originaldatum haben möchte. Ja? Also für mich gibt es da einen Hackerl. Dann soll er die Informationen der Kamera faktisch, der Metadaten, was im EXIF drinnen steht, mit transportieren. Schaut, wenn es da draufklickt, ein bisschen steht auch, was das Ding kann. Nicht? Also Aperture ist faktisch die Blende, soll er mit transportieren, es verschwindet leider zu schnell, den Verschluss, die ISO und andere Informationen. Genauso wie hier Informationen über den Hersteller, also über das, wann die Kamera gebaut worden ist, beziehungsweise was die Kamera bauweise alles mitbringt. Ja? Metadata, zum Beispiel hier kann man mit Keywords und dergleichen arbeiten und das soll er auch mit transportieren. Oder man kann hier selbst Keywords für dieses Bild oder diese Bildreihe, was ihr da importieren wollt und umwandeln wollt, hier selbst anlegen. Nur müssen die Wörter mit Strichpunkt, also Komma separated, also Beistrichen unterbrochen sein. Ja? Das ist eine ganz
Hier kann ich das DNG-Files für sämtliche Bearbeitungen sperren. Ja? Weil es dann nicht mehr, wenn dann zum Beispiel Dinge gemacht werden, werden die nicht mehr in das DNG geschrieben, sondern in einen Sidecar. Man nennt das eine By-Datei, also eine Datei, wo man faktisch die Informationen, was an diesen DNG gemacht wird, ist, wegschreibt. Ja? Tiefer möchte ich da nicht gehen mit der Erklärung, da gibt es einen ziemlich langen Absatz drüber. Overwrited Model, man könnte hier jetzt da reinschreiben, euren Kameratyp. Wenn ihr nur einen Kameratyp habt, zum Beispiel, ich weiß nicht, der X100F zum Beispiel, dann könnt ihr automatisch hier X100F reinschreiben, damit wird beim Model immer X100F oder Fuji X100F stehen. Ja? Aber das gilt dann für jedes File, was ihr konvertiert. Also wenn ihr ein File nehmt, sitzt da von einer XT2, wird da auch X100F dann drüber stehen. Ja, okay. Translate Film to Lightroom Camera Profile. Das heißt, übersetze faktisch diese Filmmodus, die die Fujis anbinden, in einen Lightroom-Modus, in das Kameraprofil von Lightroom, ja, damit dieser Filmmodus bekannt ist und damit gearbeitet werden kann. Und Preserve Lightroom Develop Settings heißt einfach nur, dass man hergeht und sagt, man schützt die Überarbeitung, also die Entwicklungseinstellungen, und das schreibt man dann auch in dieses DNG-File hinein. Ja? Okay, steigen wir mal in diese Dateinamensgeschichte ein. Also diese Dateinamen kann ich jetzt da beeinflussen, zumindest die der DNG-Files. Wenn das File importiert wird, dann hat es ja grundsätzlich einen Namen. Ja? Also das ist der Originalname, den ihr hier seht. Ja? Gleich bei der ersten Spalte ist ein Originalname. Ich kann auch mich entschließen, dass ich gleich diesen Originalnamen nicht nehme und eine Sequenznummer sozusagen mit einer Sequenznummer umbenenne, das DNG-File. Ich kann aber sagen, gib das Datum, wo dieses Bild entstanden ist, ja, oder die Zeit, wo dieses Bild entstanden ist, die Modifikation, also diese Manipulation, gemacht worden ist, oder wo es kreiert worden ist, also heute ist das Creation Date, wäre heute, und die Creation Time wäre jetzt irgendwo um 18.55 Uhr, also 19 Uhr ungefähr. Ja? Also ich selbst bevorzuge den Originalnamen. Dann habe ich es so gemacht, damit ich es immer unterscheiden kann, habe ich dieses Bild jetzt da im Lightroom entwickelt oder habe ich es mit den Iridien entwickelt? Dann schreibe ich hier Iridien. Zum Beispiel, gut, dann kann ich noch sagen, okay, mit den Iridien, und dann hätte ich gerne, wann habe ich es erstellt, zum Beispiel. So, dann hätte ich diese Möglichkeit, damit ich es besser lesen kann, gebe ich entweder vorne oder hinten immer einen Unterstrich, dann würde das dann schon mein Image-Name, Iridien, das ist jetzt verkehrt geschrieben, das Monat, Tag und Jahr. Ich bevorzuge immer Jahr, vierstellige Zahl Jahr, Monat, Tag. Da kann ich es besser sortieren. Jetzt ist es so, dass dieses Datum zusammengeschrieben ist. Ich kann dieses Datum natürlich auch sagen, okay, es soll unterstrichen bestehen, also 2017-08-22. Ich kann sagen, periodisch, Punkte, Punkte, ganz schlecht, weil er nicht weiß, welche Extension das ist, weil, wie gesagt, auch DNG, diese Extension DNG wieder durch einen Punkt getrennt, würde ich nicht machen. Dash heißt also diese Querstriche, die würde ich dann machen, weil es eindeutig wie ein Datum aussieht. Ja? Und damit kann ich das Ganze umbenennen, also das RAW-File, wenn es im DNG umgewandelt worden ist, kann ich das so umbenennen. Ja? Aber das ist, würde ich sagen, Geschmackssache. Folgendes Sequenzstart, was ihr hier seht, das ist ganz interessant, nämlich wenn ihr dasselbe File schon einmal auf dem Rechner habt, ja, dann wird automatisch jetzt da mit einem dazuzählen. Das heißt, würde hier stehen dann wahrscheinlich 1 bzw. -1. -2, wenn es dieses File schon gibt. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ganz gut. Man kann hier sagen, welchen Stufen, also 6 oder bis 8 Stufen, soll er weiterzählen, egal.
So, jetzt sind wir beim letzten Reiter angelangt, nämlich Save to Folder. Bedeutet, dass ich sagen, also dass ich festlegen kann, wohin ich mein DNG-File speichern will, nachdem ich es umgewandelt habe. Same as the original bedeutet, dass es in denselben Ordner oder in denselben Speicher zurückgeschrieben wird, wo das Original, also faktisch das RAF-File, abgerufen wird. Wenn das die SD-Karte ist, bitte, das ist keine gute Idee. Ja? Also ihr würdet das RAF-File von der SD-Karte hier umwandeln und zurückschicken wieder auf die SD-Karte. Bedeutet, dass ihr Minuten wahrscheinlich braucht, bis die Karte voll ist. Natürlich, weil wenn sie da 200 Fotos drauf hat und der wandelt es um in ein DNG-File und schreibt sie wieder auf die Karte zurück, wird es irgendwann einmal einen Engpass geben. Also diese Option würde ich nur dann nehmen, wenn ich bereits am Rechner mir einen Unterordner geschaffen habe, wo ich diese RAF-Files vorher hineingekopiert habe und von dort, von den Unterordner, über den X-Transformer umwandeln lasse und wieder zurückschreiben lasse. Ja. Aber das ist auch nicht ganz übersichtlich, weil dann habt ihr nämlich vom selben File einmal ein RAF und einmal ein DNG, falls ihr nicht mit Namen was ändert. Viel besser wäre es, wenn ihr diese Idee weiterverfolgt, dass ihr sagt, okay, mach mir bitte einen Unterordner und schickt dort die DNG-Files hin. Ja. Okay, also vom Originalordner, im Originalordner Unterordner machen, ja, und dort irgendwas hinschreiben, zum Beispiel Shot. Ja, also dann würde ein Unterordner da kreieren, der heißt Shot, und dort würde ich das DNG-File legen, ja. Dann kann ich aber bereits einen Pfad festlegen, das heißt, ich kann sagen, okay, also ich möchte unter C, und da lege ich mir jetzt nur einen neuen Ordner an, der heißt Fotos. Ups. So, den lege ich mir an, dann klicke ich da drauf, sage diesen Ordner und dann bekomme ich hier C-Fotos und dort, da kann ich Folgendes machen, da kann ich die SD-Karte reinstecken, dann kann ich sagen Select Image to Convert, dann suche ich mir die Files aus und dann werden sie von der SD-Karte bereits dorthin transportiert. Ja. Das ist nicht schlecht. Also schütze mir den Folder, merkt er den Folder da, das passt dann auch. Ich kann natürlich auch etwas machen. Ich kann sagen, okay, wenn diese Umwandlung erfolgt ist von den einen RAW-File, dann suche ich mir ein Programm, mit dem ich das wieder aufrufen kann. Also bei mir liegt es unter Programme, bei mir liegt es unter Adobe, bei mir liegt es wahrscheinlich Adobe Lightroom. Und hier sage ich dann macht die Lightroom-Exe gleich einmal auf. Also das ist für ein Bild gut, aber für mehrere Bilder wahrscheinlich nicht so gut, weil sich das Programm dann immer nach jedem Bild einmal öffnen würde, wenn man es bearbeitet hat. So, konvertieren wir mal ein Bild einmal vom Ablauf her, dass jeder sieht, wie der Workflow ist. Das heißt, hier zuerst einmal die Einstellungen alle überprüfen, wie man es haben will, More Detail, Default, das bleibt alles so, wie es ist. Dann habe ich hier auch die Einstellung getroffen, inklusive Preserve, dass er das Originaldatum beibehält. Override Model sage ich, okay, Fuji X-T2 soll er dazu schreiben in die Metadaten. Das File-Naming heißt der Originalname des Files, underscore Readend, underscore Creation Date, das wird dann so ausschauen. Und speichern tun wir das Ganze unter, nicht C-Fotos, sondern wir gehen her. Ich habe das unter meinem Profil gespeichert, so Desktop, da gibt es auch Fotos, warten auswählen, das heißt, ihr werdet es dann dorthin bringen, so, und dann wird das Programm Lightroom Exe geöffnet. Selektieren wir es einmal, das heißt, wir nehmen es von da liegt es drinnen, unter Desktop Fotos, sagen wir öffnen, hoppla, so, geht so natürlich, zack. Jetzt wird das umgewandelt. Jetzt ist es fertig. Okay, Lightroom öffnet sich wie erwartet. Das waren die vorigen Bilder, die ich bearbeitet habe. Jetzt kommt faktisch
meine Auswahl und hier habe ich nun die Auswahl. Ihr seht hier Iridient, das importiere ich jetzt da. Da muss ich hier aber auch die Auswahl treffen. Jetzt muss ich auf Roman gehen, muss mir den Desktop-Ordner suchen, muss hier sagen, okay, wo willst du das hin, unter Fotos, und importiere das einmal da rein. Somit ist dieses Foto mal umgewandelt. Schauen wir uns mal das in der Entwicklung an. Da passiert noch einiges im Hintergrund. Ja, gut, jetzt sind wir in der Entwicklung. Und dieses Bild, dieses an und für sich ist jetzt Fuji X-T2. Ja, und hier haben wir das erste Foto entwickelt. Schauen wir uns mal die Qualität des Fotos an. Also, wieder mal sehr gut. Gibt's nichts. Das Foto kann ich jetzt auch bearbeiten. So, habt ihr gesehen, wie sich die Farben umstellen. Das heißt, das ist der Weißabgleich gewesen. Natürlich kann ich diesen Weißabgleich auch hier auf dem Spider Cube machen. Das ändert sich relativ wenig, aber ich habe den Color Checker auch noch. Das ist ein weiteres Werkzeug. So, tadelloses Bild. Keine Überschärfung. Also das passt schon recht gut. Machen wir das Programm wieder mal zu oder lassen wir es offen? Vielleicht ruft es dann so auf. So, also wir gehen in diesen Ordner schon einmal rein. Wir haben hier das RAF-File, wir haben hier das DNG-File, das unbenannte, und durch den Import in Lightroom ins selbe Verzeichnis zurück haben wir auch hier dieses File hier drinnen. Schauen wir uns einmal eine weitere Option an. So, das war jetzt nicht gut, das wollte ich nicht machen. So, schauen wir uns jetzt mal eine weitere Option an. Sagen wir nun RAW, also die DNG-Options, das passt einmal, das hat einmal, haben wir mal mitgenommen. Wir nehmen jetzt einmal die Lightroom-Kameraprofile mit für den Filmtyp, also für die Änderungen an der Farben und an der Aussage des Fotos. Wir sagen, wir geben es in dieselbe Subfolder, wo es herkommt. Das heißt, es müsste sich so auswirken, dass jetzt nun ein Unterverzeichnis entsteht. So, wir lassen das einmal zurück. Hier wird wahrscheinlich wieder Lightroom aufrufen. Passiert wieder dasselbe. Durch das, dass Lightroom schon offen ist, braucht er natürlich nicht mehr so lange. So, und wir haben wieder das Bild. Und jetzt fragt uns wieder, wo sollen wir es hin? Und hier haben wir schon den Ordner Shot. Seht ihr das? Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Also er macht im selben Stammordner faktisch ein Unterverzeichnis mit dem File, mit dem DNG-File. Es handelt sich um das gleiche Bild. Ich mache hier wieder die Farbkorrektur. Zack. Gut. So. Legen wir das wieder runter. Jetzt gehen wir mal her, machen mal wieder eine einfache, sagen hier Sharpening High. Ich weiß, dass das ganz grauslich ausschauen wird. Und lassen alles beim Alten. Gut. Select Image to Convert. Wir sind wieder drinnen. Wir brauchen jetzt das RAF-File wieder und der Touch wieder. So ist er fertig.
Das ist von vorigen Mal. Jetzt fragt er mich wieder, in welches Verzeichnis, das ist vom Lightroom her, in welches Verzeichnis willst du es jetzt da wieder konvertieren. Hier seht ihr jetzt das erste Bild, ja. Und jetzt hat er plötzlich einen Zweier hinten gemacht, weil er schon geknissen hat, in diesem Verzeichnis gibt es bereits ein Bild, darum setze ich hier jetzt da als Unterscheidung Bindestrich 2. Gut, ich bin damit einverstanden. So. Okay, alles da. Entwickeln. Jetzt schauen wir uns, wie die Entwicklung ist. Gehen wir wieder auf den Farbgleich. So, und schauen wir das Bild einmal genauer jetzt an. Ja? Also, wir haben hier dieses etwas überschärfte Bild, ist jetzt hier schon im Plastik, wie es ist noch zum Aushalten. Also für ein technisches Bild ist es noch zum Aushalten. Wenn das nun ein Männer- oder ein Frauengesicht wäre, würde ich wahrscheinlich schon sehr stark dazu neigen, dass es wesentlich überschärft ist, das Bild. Ja. Hier wirkt es sich bei so Sachen wirkt es sich natürlich, ich würde sagen, fast positiv aus. Ja. Ich gehe mal jetzt da auf die Bibliothek. Ich werde jetzt mehr Bilder sehen von meinem Test, aber es ist einfach nur zum Herzeigen. 22.08. Oh, zwei Bilder. Das nehmen wir. So, wir gehen jetzt auf die Bibliothek. In der Bibliothek können wir diese Bilder gegenüberstellen. Diese Funktion kennt ihr bei mir schon. Das mache ich immer wieder. So, hey, so. Na, hier das erste Bild. Und hier das zweite Bild, ja. Also, wir haben hier, wir können das einmal vergleichen, wir gehen mal in die Vergrößerung und schauen sich mal die Bilder an, ja. Naja, das erste, ich drehe es um, ja. Ich lege das lieber auf die linke Seite. So, also, das ist das Bild, das Sharping mit Sharp gemacht worden ist, ja. Und da ist noch, also, mit Sharping, sorry, mit Detail, ja, sehr detailliert ausgearbeitet worden ist als Option, und das ist mit noch zu mit Schärfe, also noch einmal Schärfe drauf. Man sieht hier, seht ihr das und seht ihr das, also da kommt schon noch mehr dieses Plastik, dieses geriffelte Plastik heraus, ja, sorry, da kommt hier noch mehr dieses geriffelte Plastik hier heraus, ja. Ich weiß nicht, warum der das jetzt da 15 mal lädt, das jetzt da unten. Ich hoffe, das hört irgendwann einmal auf zum Laden. Bin mir keiner Schuld bewusst. Okay, versuchen wir es so. Hier sitzt ihr am Ständer, auf diesen Dreibeinständer, wesentlich mehr so feine Details als hier. Also es ist nochmal geschärft worden. Wie gesagt, vielleicht bei so einer technischen Aufnahme von technischen Geräten ist das nicht schlecht, aber ich glaube, bei der People-Fotografie wirkt sich das nicht mehr so ideal aus. Jetzt setzen wir noch einen drauf und sagen, wenn du es importierst, dann soll Lightroom auch noch einmal schärfen. Ja? Okay, unser nächstes Projekt. Gut, also wir gehen her, sagen, wir schalten das jetzt nicht aus, sondern das soll auch noch seines dazu tun. Her, holen uns das RAF-File. Ich hoffe, die Stille macht euch nichts aus, aber Musik spielen war, glaube ich, jetzt nicht so optimal. So, okay, wir sind wieder fertig. Nachdem Lightroom offen ist, wird er das relativ schnell starten. Das ist noch, sind noch die Bilder von der vorigen Ansicht. Da schwenkt er jetzt um. So, die zwei dunkeln da ab, weil die haben wir schon, das ist von Lightroom, diese mögliche Duplikate nicht importieren zum Beispiel. Jetzt sage ich, okay, wo willst du es hin importieren? Nicht wieder in denselben Ordner importieren. Was passiert? Er hat wieder jetzt das Bild 3, das werden wir gleich sehen an der Zahl. Ja, jetzt hat er hinten die 3 dran. Gut, warum sehen wir immer nur ein Bild? Ja, das ist frisch geladen und das wird gezeigt. Kann man so machen. Dann auf den Ordner für den Tag, dann habe ich alle Bilder, die ich jetzt in diesen Tag hineingeladen habe.
Wir gehen einmal her, nehmen dieses File und mit Ctrl nehme ich dieses File, dann sage ich okay, vergleiche es mir, stelle es mir Vergleich über. Das ist das 3er-Bild und das ist das 1er-Bild. Also 3 faktisch mit allen Schärfungen, was ich so bekommen konnte. Gut, das sehen wir aber schon im Hintergrund, wenn Sie das bemerkt, hier dieses Grieseln, also dieses Undeutliche, ja, weil die Schärfe einfach radikal in die Höhe gezogen worden ist. Ja, das ist schon ganz stark, möglicherweise gefällt das wirklich einigen, ja, aber wir sehen hier, dass es hier, das ist ja einfach nicht mehr normal. Also diese Überschärfung, muss man sagen, ist nicht mehr normal. Ich sehe noch mehr von diesen feinen, wie soll ich sagen, Schmutzpartikeln, die da auf diesen Ständer drauf sind. Ja. Aber ich sehe auch, dass hier schon Artefakte beginnen. Ja. Also da seht ihr ganz deutlich, dass das nicht mehr dieses glatte Hintergrundbild ist, sondern schon wirklich mit Artefakten voll ist. Das im Vordergrund diese Sachen so, ja okay. Ich kann da noch mal drauf schrauben, sage mir, okay, also muss noch größer zeigen. Da seht ihr ganz genau jetzt da, was da an Schärfe abgeht. Nicht? Also da tut sich schon einiges. Wie gesagt, bei technischen Geräten mag das vielleicht cool ausschauen, aber in der Fotografie nicht mehr zum Ding. Und hier seht ihr auch da drinnen schon, nicht, was sich da abspielt gegenüber dieses Flächige. Ich gehe noch einmal in die Entwicklung rein. Ich versuche jetzt den, ist das da, nein, das ist der, ich möchte den Dreier bearbeiten. Wo ist der Dreier? Das ist der Dreier. Jetzt möchte ich den Dreier noch bearbeiten. Ihr seht schon hier diese Artefakte. Ich gehe da rein, sage, das ist eigentlich die Farbe. Dann gehen wir mal zurück. Mal für mich als Überprüfung, das ist normalerweise nicht so. So, gehen wir nochmal rein in das Ganze. Wir haben das hier in der Größe von 2 zu 1 schon. Ja, also vielleicht, wenn ich sage 1 zu 1 und schaut so aus, aber trotzdem, man sieht hier schon massiv, dass hier grieselt und ja, also nicht mehr optimal dargestellt. Das war mal so ein Herzeigen von den Standard, von einer Standardkonvertierung, wie man es machen kann. Ja, ich schließe das jetzt einmal. Ich möchte ein weiteres Video produzieren und dort werde ich mich mit verschiedenen dieser Mischungen beschäftigen. Ja, ich nehme an, heute ist einmal genug fürs Erste, das sind die Basics gewesen und wenn man die Basics kann, dann braucht man sich über die nicht mehr unterhalten. Wie gesagt, das nächste Video und ich werde vielleicht damit heute noch beginnen, aber ich werde sicherlich nicht heute fertigstellen, beschäftigt sich dann mit verschiedensten Kombinationen in diesen Optionen drinnen und ich möchte euch dabei zuschauen lassen, wie ich für mich die geeignetste Version oder die geeignetsten Parameter zur Zusammenstellung finden. Ich möchte für mich die geeignetsten Parametereinstellungen einfach finden. Ja, wir sehen uns gleich. So, ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video wieder einige Schritte weitermachen. Es gibt sicher ein zweites Video, das garantiere ich, wo sich nur um diese Parameterwerte geht. Das heißt, die verschiedenen Parameterwerte zueinander einstellen und das beste Ergebnis heraussuchen. Natürlich suche ich das beste Ergebnis für mich heraus. Vielleicht lernt ihr aber dann mit diesem Werkzeug so umzugehen, dass ihr auch ihr eure optimalen Bildeinstellungen und den Iridient X-Transformer machen könnt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch viele Likes auf eure Bilder. Darum postet die Bilder. Die Welt soll sehen, was ihr könnt. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, gebt ihr mir bitte einen Daumen nach oben. Das wäre sehr nett. Wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal gelandet seid, abonniert ihn. Ich habe 27 andere Videos schon gemacht. Vielleicht ist eines dabei, das euch auch interessiert, mit dem ihr auch etwas anfangen könnt. Es würde mich freuen, euch wieder bei meinem nächsten Video zu sehen, nämlich das zweite Video zu dem Iridient X-Transformer, bei dem wir uns eben mit den verschiedenen Parameterwerten, mit dem Verstellen von verschiedenen Parameterwerten und dem Bildergebnis dann das genau ansehen. Alles Gute für eure Fotografie, bis zum nächsten Mal, euer Roman Karolczek.